Hallöchen und willkommen zurück bei Red Dead Redemption. Heute die letzte Folge, denn morgen die letzte und übermorgen der offizielle Release vom zweiten Teil. Ich kann es echt kaum noch abwarten. Lokale Spasmen, schon wenn ich dran denke. Jedenfalls, für mich ist allerdings immer noch eine Woche vorher. Aber trotzdem, übermorgen dann. Jetzt, wenn das Video rauskommt, kommt der zweite Teil raus und ich werde versuchen, ich mache so oder so, so wie das Spiel draußen ist, ein Livestream. Der wird wahrscheinlich eine ganze Weile gehen. Nun könnte es, Variante 1 könnte sein, also es gibt ein Problem, was eigentlich kein Problem ist, aber trotzdem eins sein werden könnte, wenn man sich so sehr auf solche Spiele freut. Wie es nun mal bei mir bei Rockstar-Spielen eigentlich immer der Fall ist, weil die halt so selten alle paar Jahre rauskommen und dann aber auch schon ziemlich gut sind. Versucht man natürlich immer irgendwie ein bisschen früher an das Spiel ranzukommen. Und nie, das hat jetzt nichts damit zu tun, weil ich hier auf YouTube ein paar Videos mache oder so. Nein, sondern ihr kennt das bestimmt, so ein Spiel ist für den 26. angegeben, für den Freitag. Aber die ein oder andere Elektromarktkette verkaufen die Spiele manchmal schon am Tag zuvor gegen Abend. So. Das ist eigentlich das, was ich vorhabe. Dann so gegen 18, 19 Uhr nochmal kurz in die Stadt zu fahren und zu gucken, ob ich das Spiel dann schon bekomme. Weil dann würde relativ zeitnah bei mir der Stream zum zweiten Teil am Donnerstagabend schon stattfinden. Ich weiß nicht, ob es ein NDA gibt, dass erst am Freitag was gezeigt werden darf, keine Ahnung. Aber das wäre frühestens bei mir dann gegen, falls das klappen sollte, gegen 20, 21 Uhr der Fall. Ruhe, ich erzähle gerade. Oh, $400 haben wir noch. Das Problem ist allerdings nur, falls es das nicht geben sollte, würde ich mir dann natürlich sofort das Spiel, also falls ich das nicht im Markt irgendwo bekommen würde, müsste ich mir das Spiel dann halt noch runterladen. Und da ist das eigentliche kleine Problem, das Spiel ist 105 GB groß. Ich habe zwar eine astreine Leitung hier, eine 400K Leitung, die die 105 GB ruckizucki runterladen würde. Aber nicht auf der PlayStation, denn die hat irgendwie immer eine beschissene Downloadrate. Und das würde ich dann halt bis um 12 nicht hinkriegen. Das ist so eine kleine Zwickmühle. Es gibt zwar einen Preload, aber wenn ich mir vorher halt schon das Spiel online kaufe, kann ich es ja in aller Ruhe runterladen lassen die Tage zuvor, dann würde es erst um 12 Uhr nachts losgehen. Dann hätte ich das Spiel aber sicher, aber dann bräuchte ich nicht nochmal in die Stadt fahren und gucken, ob ich es vielleicht eher kriege und damit eher anfangen kann zu spielen. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem, was ich habe. So, was willst du jetzt? Folge dem Fremden. Nee, ich keinen Bock. Wir sind hier in Mexiko. Wir wollen Mission machen. Tja, das ist das. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Mal gucken, vielleicht bestelle ich es wieder über Spielegrotte. Die schicken das in der Regel auch einen Tag wenigstens vorher raus, manchmal auch zwei. Ich bin mir noch nicht sicher. Man macht sich da immer so einen Stress, obwohl es eigentlich total sinnlos ist, ne? Für ein Spiel sowieso Quatsch, aber wenn man sich auf solche Spiele so lange freut, kommt man auf solche Überlegungen. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here, because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier, señor Escuela, is Javier, to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8", mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, Estabacón, grande Americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister, Emilio's, I mean. She's a fine young woman, teacher, a human being, not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past?
Man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going. Jawohl, los geht's. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt auf der PlayStation noch 105 GB frei habe. Das ist ja die normale von damals. Ich weiß gar nicht, wie viel Festplattenspeicher der hatte. Die 500? Ich glaube. Ja, da müsste noch was frei sein. Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe auf der PlayStation immer eine miese Downloadrate. Auf dem PC nie. Auf der PlayStation, das war mit der PS3 schon so, das mit der PS4 so. Ich weiß es nicht, egal ob die über WLAN oder ob die übers Kabel verbunden ist. Ich habe da keine anständigen Downloadraten hin. Deswegen würden da 105 GB halt einfach wahrscheinlich locker mal 10 Stunden oder so brauchen. Wofür ich mit normaler Geschwindigkeit hier eigentlich sonst... Ich brauche für GTA 5... brauche ich halt keine Stunde, um das am PC runterzuladen. Und das Spiel ist einfach mal irgendwie 60, 70 GB groß. Aber auf der PlayStation ist das immer so absolut miserabel. Ich weiß auch nicht warum. Naja, kriegen das schon hin. Spätestens vom Donnerstag zum Freitag, dann nachts 0 Uhr, werden die Spiele ja dann auf den Konsolen immer freigeschaltet. Spätestens dann geht's hier bei mir dann auch los. Und das wird eine lange Nacht. Deswegen fände ich es halt cool, wenn ich irgendwie vorher rankomme. Dass wir vielleicht 2-3 Stunden vorher dann schon anfangen können. Sorry, jetzt habe ich hier ein bisschen reingequatscht. Und jetzt ist das mal eine schöne Zugfahrt. Kann man Kamera wechseln? Nee, ne? Geht nicht. Das Bild sieht heute besser aus als sonst. Kann das sein? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Vielleicht habe ich mich auch dran gewöhnt. Das kann auch sein. Das wird ein Umschwung sein. Auf den zweiten Teil. Das ist vielleicht ganz gut, dass ich mir das hier nochmal angucke. Da wirkt der zweite Teil noch geiler. Als vielleicht so schon. Nee, ich glaube, das Bild ist heute ein bisschen besser, ne? Come on, horses are over here. Oder gewöhnt man sich dran? Ich muss danach mal mit den anderen Aufnahmen vergleichen. Kommt mir gerade wirklich um einiges besser vor. Ihr habt auch gesagt, danke für die Info, das stimmt, das hatte ich sogar mal gesehen. Es gibt auch für die Xbox One, beziehungsweise kann man da abwärtskompatibel die 360-Version spielen, sogar in einer höheren Auflösung bis zu 4K. Und das macht das Bild natürlich nochmal deutlich, deutlich besser, aber ich habe leider keine Xbox One oder so. Sonst hätte ich das darüber auf jeden Fall aufgenommen. You're the hero around here, Mr. Ricketts, not me. What does the army want with this Louisa girl anyway? She's a rebel, and apparently close to their leader Reyes. She's a pretty young thing. That's normally reason enough for Alinde. So I've heard. She's a good woman, a teacher. If they lay a finger on her, I swear I'll feed those bastards their balls. Die Waffe stecken lassen? Das kann ich nicht. Here we are. Looks kind of sleepy, don't it? Alright, let's find this Carlos guy. Das Gute wäre, wenn im zweiten Teil die Steuerung ähnlich ist wie jetzt hier, da hätte ich die schon mal wieder ein bisschen drin. Das wäre ganz cool. Zumindest das mit dem Waffenrad auf L1 oder LB dann auf der Xbox, das bleibt wohl so. Carlos. Si. We're here for Luisa. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. I will keep them talking, senor. The rest I will leave to you. Hope you're ready for this. Ich peile die Folge für heute auf ungefähr 2 Stunden an.
Ich weiß, das ist gerade sehr viel, was rauskommt und dann die morgige. Mal gucken, nochmal vielleicht das Doppelte oder so. Das war vielleicht noch ein bisschen durchkommen. Ihr habt gemeint, irgendwie knapp 70 Hauptmissionen gibt's. Vielleicht haben wir davon ein Drittel oder so vielleicht erledigt bisher. Ja, mal gucken, ob wir das packen. No me importa quién eres. Esta es una zona militar prohibida. Vete a casa. Me gustan sus botas. Muy bonitas. Mi hermana tiene las mismas. Pinche campesino de mierda. Te voy a colgar al lado de tu cerdo. Váyanse al infierno, traidores. Well, I say we've waited long enough. That's okay. Come on, let's get into those caves. Okay. Sehr gut. Ach je. Ach je. Oh, sorry. Den versuch ich reingeschossen. Alter, wie lange. Luis is coming with us. You're dead already, you know that? What are you doing back there? What have we got here? Was ich da hinten mache? Looten, Kumpel. Looten. Boah, ich muss das nachher. Bitte lass mich nachher alles looten. Stay with me. Oh, mit dem Kopf. You animal, she's just a girl. This way. I'm gonna see if I can blow the door open. You keep guard. There'll be more on the way. Looten, looten, looten. Den looten, looten. Wo seid ihr denn? Ist da noch irgendwo einer? Hasta la vista. Baby. Soll ich da hinten rein? Ich weiß es nicht. Ich hab das gerade nicht. Ah, okay, gut. So viel, ja. Stand back, damn it. Here goes. Girl's barely alive. Right, let's see if we can all get out of here in one piece. If it ain't me, it's someone else. Ah, Mann, ich muss da hinterher. Oder bleibt er stehen? Der bleibt stehen, wenn ich mich nicht sofort bewege, okay. Oh shit. Zack, voll in den linken Wangenknochen geschossen. Ich meine, was legt er sich auch mit uns an, ne?
meine, das Leben als NPC ist eigentlich immer kacke. Da links ist auch noch einer. Achso, ich hatte gar keinen Dead Eye mehr, okay. Just a little something for my trouble. Looks like Carlos left us some horses. Come on. Hier. Wir sind bei voller Gesundheit. Na gut, links die Anzeige. Spinnt immer noch rum. Okay. Let's go before any more of them show up. Naja, wollte ich gerade sagen, da kommen bestimmt doch noch mal welche. Ich lasse mal noch die Waffe draußen. Ja, keep going. Wo kommt das denn her? Da hinten. Was Shit, der lebt noch. Wo einer sein. Und der ist hier hinterm Eck. Jo. Meeting us here. I hope he's coming. I don't want to wait longer than we need to. Whoa! There he is. Talk about cutting it fine. Wo ist er? Ah, dort. Luisa! Gracias a Dios! Thank you for saving me. You're good men. Friends of the people of this land. Was someone named Harvey Gasquilla one of the men holding you? No. I don't know. I don't think so. But I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you, John, he's still in Mexico. Okay, then. I guess we'll keep looking. Yep. Geht's denn hin? Da hätten wir wieder Würfelpoker. Da wollen wir aber nicht hin. El Matadero.
Achso, da kommen wir gerade her. Da kommen wir gerade hergeritten. Was ist denn das Mondsymbol? Achso, das ist wieder dieser Nachtwachenjob. So, Landon Ricketts hätte da wieder einen Job. Und wer hatte hier drüben eigentlich noch einen für uns? De Santa. Ja, wir machen erstmal bei Ricketts weiter, würde ich sagen, ne? Hector? Hector, davon. Hector ist ja jetzt unser treues Ross, ne? Kam ja beim letzten Mal noch die Einblendung. Schöne coole Gegend. Jetzt bei Tag hier durchreiten wäre bestimmt noch schöner. Wobei wir das ja sind, als wir nach Mexiko gekommen sind. Müsste ja der Teil auch wieder dabei sein im zweiten Teil. Aber ich gehe mal stark von aus, die haben das alles nochmal komplett überarbeitet. Ja, ist okay. wenn die Map vom ersten Teil wieder im zweiten integriert ist, dann müsste ja auch McFarlane's Ranch und so weiter wieder dabei sein. Armadillo. Das ist schon cool. War das ganz gut, habe ich das hier nochmal ein bisschen frischer in Erinnerung. Da kann man da vielleicht nochmal einfach nochmal gucken, was hat sich verändert. Spielt ja nochmal 10 Jahre später oder so, ne? Das hier 1899? Wenn mich nicht alles täuschen, der zweite Teil 1910. Ein Spiel wenigstens gewinnen. Ich könnte zwar die Schwierigkeit noch runterschrauben von $3 auf $1. Ich glaube, dann hätte ich eine reelle Chance auch mal zu gewinnen, aber ich denke so $3, das müsste doch machbar sein. Ne? Ich muss das bloß mit dem Schwung hinkriegen. Übrigens wurde mit einem, weiß jetzt gerade nicht mal wer es war, mit einem Golfspiel verglichen oder nicht verglichen, sorry, nee. Aber das mit dem Schwung bei Golfspielen ist einfach, ist viel einfacher, finde ich, als hier den richtigen Kniff erstmal zu finden. Ich denke mal, wenn man einmal rausgefunden hat, wie man loslässt, dann sollte es auch deutlich besser gehen. Aber das probieren wir auf jeden Fall nochmal. Wenn nicht in dieser Folge, dann auf jeden Fall in der nächsten, also morgen in der letzten dann auf jeden Fall. Da haben wir noch eine Rechnung offen mit Rufus. Rufus können wir nicht davon kommen lassen. Entweder er lässt uns gewinnen oder er kriegt eine Kugel im Kopf. Schrotflinte. Da wird er noch gefesselt. Die Reste, die da sind. Ja, macht ruhig. Und dann suchen wir doch mal den Zug auf. Dann hat sich's für Rufus erledigt. Ich glaube, wenn man jemanden erschossen hat, kann man keinen mehr fesseln, ne? Also noch toter machen als tot. Übertot. Oh, ein Wildpferd. Sind wir wieder. Zwischen 7 Uhr morgens. Ja gut, sind nur noch 3 Stunden. Sind nur noch 3 Stunden. Was hätten wir da? Würfel? Ne, Moment.
Das, ach ja, das wieder. Ach, Blackjack. Ja. Dann brauchen wir wieder normalen Poker. $50. $50. Ich habe übrigens geschrieben, das wusste ich nicht, dass die den Einsatz, dass ich den, dass der in Chips in dem Fall umgewandelt wird. Also in dem Fall dann $50, 500 Chips. Und ich dachte am Anfang, dass das die Beitragsmenge ist, die ich einsetzen muss, um mitspielen zu dürfen. Und dass der Rest, der mir damals mal also in der ersten, zweiten Folge angezeigt wurde, dass das mein restliches, komplettes Geld ist. Das hatte ich ein bisschen verpeilt. Dann gehen wir mit. Komm. Dann ist ja okay, dann kann ich ja hier auch mal sinnlos wetten. Und dass ich das Spiel hundertprozentig, oder auch eine Ansatzweise. Ui, das wird aber... Ja... Ganz so verschwenderisch wollen wir dann doch nicht sein. Der Sack hat direkt mal 403 gewonnen. Alter, ich glaube, da will wieder jemand eine Kugel im Kopf haben. So, dann gehen wir mal mit. Hier sind die Einsätze direkt ein bisschen höher, ne? Wenn ich hier mehr zahlen muss. Liegt da hinten rum. Ein Achterpärchen hätten wir. Amen. Na komm, können ja mal ein bisschen. Vielleicht haben dann die anderen schon keinen Bock mehr mitzumachen. 84 setzt der. Dann dürfte der die Dame getroffen haben. Oder er blufft. Ich geh mal mit. Oder er blufft. Fuck, du fieser Wichser. Da will wohl jemand eine Kugel im Kopf haben. Ach, verdammt. Weiter. Ha. Okay, die anderen anscheinend aufgegeben. Und ich hatte ja jetzt auch nichts weiter, aber... So mit 6 und 10 gehe ich mal raus. Weiß ich nicht, ob man da vielleicht auf so eine Straße spekulieren kann, wenn jetzt 7, 8, 9 noch gekommen wäre. Was haben wir? Ass und 8. Dann gehen wir mit. Ha. Doch, da hätten wir mal ein bisschen was auf der Hand, dann will keiner weiter mitgehen. Okay, Bube 6. Ja, kommt Leute, da liegt noch nichts auf dem Tisch und ihr erhöht schon wie bekloppt. Okay, das mache ich mit der Spielchen. Ha, na, jetzt sieht es wohl für euch nicht mehr so geil aus, kann das sein? Nur noch einer drin. Komm, wir schieben erstmal. Wir können zum Schluss nochmal erhöhen. Der Tunder, da gehe ich mit. Der kann nicht mehr haben. Hoffe ich. Sei denn, er hat eine 5. Das wäre doof. Aber der setzt nichts nochmal. Pass mal auf, jetzt setze ich nochmal ein bisschen was. Wenn das schief geht, dann war es das fast für uns. Ah, hallo Lady, wenn das so weitergeht, kann ich mich den nachher leisten. 6 und 10 wieder. Ne. Gehen wir raus. Ach shit, na gut, eine 10. Ja. Ich habe 72 gewonnen mit einem Viererpärchen. Gibt es ein Viererpärchen? Was soll denn das sein? Nee. Wäre cool, wenn ich irgendwo so die Uhrzeit sehen könnte oder auf die Uhr gucken könnte, wie spät es ist. Das wäre ganz cool. So, weiter. Bringt uns alles nichts. Boah, 459 gewonnen. So, da können wir mal wieder mitgehen. Hm. Nee, ich gehe raus. Glaub nicht, dass da noch was Passendes gekommen wäre. Es wird langsam Tag. Könnte sein, dass jetzt vielleicht schon früh um 6 ist. Vielleicht kriegen wir sie zum Aussteigen.
Ha, Glück gehabt. Wollte mal ein bisschen bluffen. Okay, 9 und 4. Gehe ich raus. Vier und fünf. Ja, weiß nicht, wenn eine 6 und eine 8 kommen würde vielleicht. Oder eine 3 und eine 6. Na komm, probieren mal. Bisschen Risiko. Eine 3. 3, 4, 5. Wenn jetzt noch eine 6 kommen würde, das wäre dann eine Straße, ne? Okay, ich gehe mal mit, obwohl ich nichts hab. Fuck. Okay, ich bluffe jetzt einfach. Gott, hoffentlich geht das gut, ey. Der geht all in da hinten. Oh Gott, der hat ein Königspärchen gehabt. Fuck! Shit, jetzt ist er wieder dick im Geschäft mit seinen über 1000. Ach, schade. Bank Timbel. So ein, zwei Runden machen wir noch. Hau ich noch mal alles raus, was ich hab. Naja, gut, oder auch nicht. Na doch, ein siebener Pärchen hätten wir ja. Okay. Ach, das war schon. Gut. Oh. Vier, fünf, sechs. Können wir bisher bloß ein bisschen bluffen. Sehr gut. Oh shit, wenn der einer bloß eine 7 hat, dann war es das doch für uns, oder? Ach komm, ich gehe jetzt all in. Oh, dann gucken wir mal, ob wir Glück haben oder nicht. Shit. Bank Ash Trimble heißt der. Ach man. Ja, müssen wir ja. Verdammt. Ah, da geht schon los. Glück in der Liebe. Jetzt sind sie auf einmal alle raus. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. Unlucky in love, lucky in court. Garzon, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just gonna have a drink. Oh, come on. Sit down. Wir haben gerade schon gespielt. Hast du gesehen, wie es lief? Okay, then. Gentlemen. Na, mach schon! Sogar auf Deutsch. Gut, dass ihr das nochmal übersetzt. Minus 100 Dollar direkt. Ja, gut. Ja, wir wissen es mittlerweile, wie es grob funktioniert. Oh, das sieht doch ganz gut aus. I wonder if you're also as lucky as Mr. Ricketts. Nein, ich wollte auf zwei. I just ain't getting the call. I'll call. Na, toll. Now fold. Look at that. A little beginner's luck. No, thank you. I fold. Nö, da sind wir mal raus. Fremde Person gewinnt. Da war kein Name mehr übrig für. You
fucking cheat. Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat. Now, Herr Müller, let's calm down. There must be some mistake. There's no mistake. Your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, Germany. Calm yourself down. Oh, yeah. You know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy, Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now calm down and let's finish the game. There's no more cards game. Ease up there, friend. There must be a name for this. An impasse, sir. An impasse. We could all die here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Müller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Walk with me, John. I want to make sure you know how this is going to work. Kommt's endlich mal. Ah ja, genau. Kommt's endlich mal zum Duell. A duel is all about time. Da krieg ich so fies ins Gesicht geschossen, ey. Selber schuld, wenn er mit dem Mist anfängt. Selber schuld, Herr Müller. Once you pick your marks, the rest, my friend, is in the hands of fate. Let's get this over with. As soon as he draws, put him down. You should have stayed home, Yankee. Okay, wann geht's los? Ach so, hier. Schieß. Old Müller always did play his cards too early. Come on, we've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Your health. You, the man like on Marston Sea. You like killing? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Do you, Marston. Peleamos ahora, eh? We fight now. Ah, noch so ein Idiot. You better not miss, partner. Okay, das haben wir schon mal probiert. Das ging einmal schief. Aber jetzt klappt's. Jetzt müssen wir bloß unterscheiden zwischen Mann und Frau. In dem Fall muss der Mann richtig fies eine Kugel zwischen die Augen bekommen. Okay, das ist aber nicht so einfach. Das war sehr knapp. Das war's. Oh shit. Wartet doch mal, Jungs, wartet doch mal, Jungs. Ach doch, da war einer. Okay. Schon. Ich hab wieder bösen Finger. Das sind nur die Deutschen, schon verstanden. Die mit Streit anfangen. Und dann artet es irgendwann aus. Certainly bring peace and prosperity to this man. Then again, I doubt Müller will be missed. He wasn't much of a poker player. Ich meine Kohle wieder. Zumindest die Hälfte. Dankeschön, Herr Müller. Doch noch zu was gut. Plus 125 Ehre, ja, dafür.
Ja, dann machen wir direkt bei ihm weiter, ne? Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, Madame, Pokerspieler. Barbedienungsfachkraft. Ach komm, da müssen wir uns erstmal einen Drink gönnen. Ach Gott, nach dem Stress am Morgen, also ehrlich. Ich hätte gern ein Espresso, ein Milchkaffee, ein Kaffee Latte, ein Rhabarber Rote Beete Getränk und einmal Marzipankugeln bitte. Dankeschön. Das reicht. So. Der mexikanische Zug. Hey Gringo. Mr. Ricketts, come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We just kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Well, you've killed people. You live the life. That I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair-like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Already had me a woman. Got me a farm. Then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me, I spent 25 years killing men. Look at me now, sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts! Mr. Ricketts! Thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Both of you. All right, here we go again. Ach, Hector, hast den Platz gewechselt. Alles klar. Halt. Das ist er. Na, Süßer? Dann mal los. No rush. I'm sure they'll hold the execution till we get there. Luisa was pretty shaken up. She's angry. This war is getting dirtier by the day. People are being executed for just having an opinion. Allende seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get impaled on it. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to.
How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Now, I politely ask you to watch your tone, Ricketts. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be. Stubborn and angry. You ain't changed all that much. I always thought I'd lived a charm life. I've known wealth. Do you see that? Prison wagons. That must be them. This is our chance. See if you can take control of that first wagon. Erwischt. I will handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. If you say so, Marston. If you say so. Hektorchen. So, Louisa, da kriegen wir aber noch keine Quest für, ne? Wird aktuell nur
Des Hunter angezeigt. Na dann mal los. Schade, die Leichen liegen nicht mehr rum. Ah, die weite Prärie, das weite Land. Seltene Materialien in Geschäften und andere Territorien verkaufst. Ach so. Aha. Ich kann also mehr Geld rausschlagen, wenn ich zum Beispiel hier in Mexiko Tiere jage und die in Amerika verkaufe und andersrum, oder wie? Huh. Ja, aktuell brauchen wir gar nicht so viel Geld. Eigentlich. Später noch mal was kommt, wo man noch mal eine Menge Geld braucht. Ich glaub's aber nicht. Ach, ist das herrlich. Ach, schön. So, da oben sind wir dann gleich. Da müssen wir hin. So, da hätten wir nochmal drei, aber das sind. Müssen nicht auch wieder nur Wölfe, Kojoten, irgendwas in der Richtung? Gucken wir mal, was da rauskommt. Zack, zack, zack. Schnipp, schnipp, schnipp. So, was haben wir? Wolf. Ja, okay, gut. Die kennt man auch in Amerika. Da haben wir schon ein paar erledigt. Aber wir können ja noch mal ein bisschen was mitnehmen. So, sehr gut. Huch, da war noch ein Gürteltier. Da ist noch ein Wolf. Da sind sogar noch zwei Wölfe. Ich glaube, der eine wurde gerade erledigt von dem anderen. Ah, komm. Na ja, gut, der lag da jetzt rum. Die Strohballen. Oder was ist das für... Nee, das sind ja keine Strohballen. Diese... Uns auch eine Hütte kaufen. Kostenpunkt 150? Ja, komm, nehmen wir einfach mal mit. Hier los. Oh Gott, ey, hier wird so viel rumgeschrien. Okay, ich dachte, es wär nicht mehr so weit bis da rein, aber hätten wir doch nochmal das Pferd nehmen können.
Laufen ist gesund, auch bei 40 Grad im Schatten. So. Wer schreit denn da rum? Zivilisation um jeden Preis. What do you want, Gringo? What are you doing here? Have you heard? There's a war going on. My name's John Marston. Been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? You want to talk to my boss, Gringo? I guess. Because I'm not good enough for you? No, sir. You think you're better than me? You come to my country, my poor little country, and you think you can be friends with the president? No, sir. I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. You'll be sorry, friend. Relax, I mean, relax. How are you? Sure. Somewhere between a threatening stare and the soldier's arm to the teeth. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo. Let's come meet, drink, and then we'll talk. My name is Capitán Vicente de Santa. John Marston. My country is in pain, John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat and destroyed a way of life. I'm no politician, sir. And I am no soldier, a killer. But we are both beholding to our time. A brave man, perhaps you've heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. It is tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right, you gotta do terrible things. It breaks my heart. I also am no moralist, sir. I wish I enjoy your freedoms, Mr. Marston. I'm trying to find a man, an American, an outlaw named Bill Williamson. I believe he came here to seek protection from another outlaw named Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt outlaws? So, it seems. You heard anything of these men? I am the governor, or what is left of it. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers who pose as freedom fighters in the hills around here. They're united under one traitor named Abraham Reyes. Where could I find this Reyes? If I knew, I would be there, hunting him with everything that is true within me. Reyes finds you. Like cholera. Something like that. But it's possible, though. My men are trying to lure him into a trap. Possibly you could ride with us. And if everything goes okay, I'm sure the Coronel will help you. Okay. Vámonos! You can take your horse or ride on the wagon. So, wir nehmen lieber mal unser eigenes Pferd. Let's go! Follow me. We're headed to Chupa Rosa. You did not expect such a warm welcome from the Mexican army. I can see it. I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words that the peasants have been taught. But do not understand meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No.
like a papagayo? You just repeat lies, you heard. Baby. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly of other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this, and I ain't here to make judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better, to pull your arm around a hungry man, or to beat him until he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. Who are these outlaws you hunt? It's Billy, the cowboy, and his Mexican friend. Bill Williams is a fella I used to know, and Javier Escuela? Well, I knew him too. What do you mean? You know this man? We was friends once. Part of the past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel peace. Mexico is an easy place for a man to lose himself, whether he wants to get lost or not. Hopefully not too easy. I ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price. Can I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico, senor. And we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Coronel Allende for long. It's rebellion. It is a disease. It is killing this country. Don't the people have the right to stand up for themselves? The right? The right? Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. Just saying, there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies. Insidious lies. The peasants are stupid and like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Was für ein Ausritt, ne? This man we're looking for? The leader of the rebels? Fran Reyes? He's a traitor, a liar, a coward and a sinner, a hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for that pathetic worm. That's a nice image. He is from a rich family, a man born in a golden cradle, who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcón, giving speeches. But it's easy to make promises you can never keep. It takes more than a few promises to build an army. Reyes wants power, nothing else. He doesn't care about anybody but himself. He's prepared to destroy everything my compatriots have fought and died for, just to hear people shout his name. Were you ever in an army? It's not far now. Are you ready? Ready for what? We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving Chuparosa soon. We're going to escort it. They will think it's a supply train. There are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse.
train is waiting. No. Ernsthaft? Vámonos! Okay. Stay with the train, señor. Jetzt einen Zug drin oder nicht? Nein, von da drüben. Entschuldigung, Pferd. Ich hab wieder ein paar verpasst. Von der anderen Seite da in den Zug einmal rein. Zerkapiert. Auf die andere Seite. Dreh dich doch dann aber auch ganz mal. Schon die Hälfte hat sie noch. Was? Lebt noch? Der Zug ist gleich kaputt. Ah! Ist aber auch ein bisschen. Ja, mal vorne, mal hinten, mal links, mal rechts. Das Wechseln der Seite ist nicht so einfach. Oh Gott sei Dank. Oh, da bin ich aber froh, dass ich es nicht nochmal machen muss. So, das finde ich immer ein bisschen. Oh, schwierig. So.
Casa Madrugada. Todo bien, compadre. You did a good thing for Mexico today. Coronel Allende will be very pleased. ¡Los rebeldes están robando el tren! ¡Levántese, perezoso, que sepa que le estoy pagando! Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and start the train before it crosses the bridge. Yeah. ¡Todavía levántese! Ay, ¡usted también! Cabrón. ¡Y allá atrás, muévase! ¿Qué le pasa a usted? ¡Ay, oh, Dios mío, levántese! ¡Ya mismo! ¡Toma! Weiter. Schnauze da oben. Wie soll ich denn? Achso. Oh, jetzt ist ja auch noch wenigstens abgesprungen. Moment. Erstmal die Waffe wegpacken. So, hier wurde es mir irgendwo angezeigt. Jetzt okay. Oh oh. Das war auch eine sehr lange Mission, ne? Gar nicht so verkehrt. Mit der Luisa können wir jetzt quatschen. Hector. Das ist ein offeneres Gelände. Hm, okay. Ach stimmt, das wird ja immer irgendwie. Moment. Da drüben. Oh. Ich hoffe, das funktioniert im zweiten Teil ein bisschen besser, dass das Pferd eine dezent bessere Wegfindung hat. Da bist du ja. Komm her. Treues Ross. Ach gut. Ach du Scheiße, wir sind wieder da oben. Wo ist denn L? Ach, da unten. Luisa Fortuna. Na dann. Mal zu Luisa. Herrlich. Was für eine schöne, grisselige, pixelige Landschaft. Das wird so heftig geil aussehen im nächsten Teil. Ich vermute ja mal, die Folge heute kommt ja Mittwoch raus. Ich gehe mal stark von aus, dass vielleicht heute, es gibt ja immer so Leute, die das dann irgendwo schon mal so 2-3 Tage früher haben und dann irgendwo geleaktes Gameplay hochladen. So war es ja mit GTA 5 damals auch, so irgendwie 2-3 Tage davor, 4 Tage vielleicht sogar, gab es dann schon immer irgendwo mal so ein paar Schnipsel zu sehen. Ich denke mal, hier wird es ähnlich sein, vielleicht entweder heute schon irgendwo, dass man immer mal irgendwo was sehen kann oder vielleicht sogar gestern schon. Mal gucken.
will sich ja immer nicht selber spoilern, aber mal kurz reingucken. Nur mal kurz. Nichts von der Story sehen oder so, aber nur mal kurz gucken. Nur mal kurz. Aber mal schauen, ob das überhaupt der Fall sein wird. Bin mal gespannt. Ich gehe mal stark von aus, die Rockstar entwickeln schon sicher halt auch wieder eine Weile an einem neuen GTA. Wie groß das dann wird. GTA 5 irgendwie um die 70 GB. Ich glaube, GTA 4 war noch recht begnügsam mit 10. Das war gar nicht so groß. Das, für damalige Verhältnisse war das schon. Aber mittlerweile ist das ja echt gering oder wenig. Dann GTA 5 irgendwie 60, 70 GB. Red Dead Redemption 2 jetzt über 100. Nur die Konsolenversion. Weiß nicht, ob da vielleicht 4K-Texturen schon dabei sind oder sowas. Ich bin gar nicht sicher. Auf jeden Fall, der nächste GTA-Teil sprengt bestimmt die 150 GB. Wölfe, hallo, noch ein paar. Mexiko gar nicht so groß in Erinnerung. So, da müssten wir sein, jawohl. Campo Mirada. Das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Shit. Na gut. Pennen wir halt dort mal. Oder haben wir noch ein Camp mit? Wann sollen wir da sein? Zwischen 2 Uhr und 5 Uhr in der Früh und 2 Uhr Nachmittag, also 14 Uhr. Toll, ich müsste jetzt zweimal irgendwo schlafen gehen. Doch, das einfache Camp. Habe ich unendlich oft das einfache Camp? Doch, das hätte ich am Anfang nur einmal bekommen. Halt. Dann benutzen wir das einfach zweimal, schlafen zweimal, 6 Stunden, dann müsste es von der Uhrzeit her auf jeden Fall passen. Ja, stimmt, mit dem könnten wir auch immer zum Zielort reisen. Ich habe echt gedacht, wir haben immer bloß eins dabei gehabt und das hatten wir mal benutzt. Ah, okay. Gut. Dann speichern wir nochmal und dann müsste es wieder hell werden draußen. So, ich hoffe, es ist 5 Uhr früh. Ja. 6.15 Uhr. Oh. Hat mich doch ein bisschen weiter weggesetzt. Der Hüter meiner Schwester. Oh,
Ethan. Mamá, papá, este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. My family's indebted to you. Forgive my English. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility is almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. Would you? I know you're not really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevar al puerto su barco, sale al anochecer, no queda tiempo. Mr. Marston, can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. Oh, adiós, Miranda. Ten cuidado. Adiós. Te amo. Emilio works as a driver. We will take his stagecoach. Ach, da drüben. Ich wollte kurz... Oh, Moment. Müssen wir uns hier wirklich ranhalten? Oh, oh. 4 Pferde, also 4 PS. Jetzt geht das hier ab. It is not too far. I will show you the way. Okay. Okay, jetzt haben wir einen Wegpunkt. What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. Disparen! No le dejen escapar! Oh. Alter. Hasta la vista. Wir haben nämlich keine Zeit für Sie, Herr Wachtmeister. Ach nee, jetzt will die woanders lang. Och komm ey, ich wollte vorher da rechts vorbei. Sag das doch vorher, dass ich da hinten. Ich hab mich jetzt darauf konzentriert, die abzuknallen. Ah. Ui, das steuert sich aber ein bisschen ungeiler mit 4 Pferden davor. Ja, du zielst folgend deine Pferde der Straße. Ah, okay. Jetzt sollte ich wieder... Sonst soll ich woanders lang, wenn da eine Straßensperre ist. Okay, dann gehen wir hier den kleinen Umweg. Dann muss ich mich da nicht ab und schießen. Ärgern. Verfolgen die mich? Ich glaube. Ja, ja, ja. Go! Go! They will kill us! Ja, ich fahr ja schon. We have to lose them! They are going to follow us to the north! Too damn close! Shit. Who do you think you are? Dass das überhaupt nicht stressig ist. Ich glaube, gerade gar nicht angezeigt. Also visuell habe ich da nichts gesehen. Das könnte
vielleicht einer der Nachteile von dem Streamingdienst sein, glaube ich. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass da erst ganz kurz vorher was geladen wird. Gott, ey. Ja, mal schauen, ob wir das noch zeitlich gebacken kriegen. Weiter, auch mit Stacheln im Körper kann ein Pferd immer noch reiten. Okay, das ging ja dann doch. Das war ja okay für eine Zeit noch. Thank you for everything. Will I see you when I return? Not likely. I ain't planning on staying very long. In some other life, then. Maybe. You should get going. Travel safely. Alles Gute. Ach, Gott sei Dank. Ja, na wunderbar. Aber nee, also mit dem Teil fahre ich nicht weiter. Ach, das ist das kleine Häuschen, was wir schon die ganze Zeit hier haben, ja. So, was ist dann am nächsten dran? D ist als nächstes wieder dran. Der Hunter. Hector. Uhu. Let's go. Komm, da kann ich doch mal hier gerade durchreiten, oder? Hier geht's, hier gibt's nicht so viele Canyon wie drüben auf der amerikanischen Seite. Wo wir das mal probiert hatten, wo ich dann gnadenlos irgendwo draußen drumherum reiten musste und irgendwie nochmal einen Umweg nehmen und dann woanders eine Abkürzung und letztendlich hätte ich es mir sparen können. Nein. Oh, ein weißes Pferd. Darf ich da nicht mit Pferd rein? Okay, tatsächlich. Doch, Hector ist mein Freund. Hector darf hier mit rein. Jetzt kommt er. Oder? Ja. Hallo, guten Tag. Der Dämon Trunkenheit. Eres llorón, maricón, medastasco. Hablas leotán, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está en pelado, ¿verdad? No, excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito, sin vergüenza. ¿Qué diablo es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me trajiste anoche. Let me ask you this, sir.
You know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. They see only a tyrant. That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que sera, sera. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force. Force must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now you head there and you lend your support. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. Vaya. I sent some men ahead. You will meet them there. So, Hector, gut, dass du hier schon mit reingekommen bist. Ich glaube, den hätten sie sowieso hier hingestellt. So, es hat er. Ich folge dir. So, I finally met your great leader. He certainly lives up to his reputation. What would you know about leadership? Only that most can't handle power. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men preening and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying. That's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because he knows the situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in case you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance and is impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. We must hurry. You Americans think you can ride? Do you? Come on, I will race you there. I thought you were a cowboy! Bin schon weg. Better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. Warum müssen wir genau vor der Tür stehen? Da rechts ist doch einer, oder? Ja. So, ist eine Lampe. Gefährliche Lampe.
oben ist auch einer. Köpfchen hoch. Köpfchen hoch. Da. Okay, kriege ich den? Nee. Da war einer. Alter, fuck. Jetzt muss ich weg. Da kam von hinten nochmal andere. Oh, Hilfe! Meine Kiste. Schön abhauen mit deiner Sturzflinte. Ist mal einer von uns. Bräuchten wir mal wieder. So, ich eier hier mal kurz rum. Ein bisschen Munition wieder mitnehmen. Das ist ja auch so ein Feature, auf was ich echt gespannt bin, wenn dein Körper einfach nicht mehr verschwinden, sondern verwesen und dann da die Geier kommen und. I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? Dan, you're helping Mexico. Vámonos, muchachos! Buen trabajo! Och nö, nicht auch noch hier alles kaputt machen. Capitán de Santa! Get the fire bottles! It is time to finish what we started! Por aquí, imbécil! Por qué no me sigues? We're not leaving until you finish! Warte doch mal, ich mach ja gleich mit. Ich muss ja mitmachen. So. What are you waiting for? Burn it down! Traurig, traurig. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Oh, Alter. Cuidado. 350 Ruf gab's dafür. So. Wo ist denn L? Ah ja, wieder da unten. Na gut, wir sind jetzt zwischen beiden. Ach komm, wenn wir einmal bei De Santa sind, machen wir auch da weiter. Hier liegen. Wo kommen die denn her? Ach, das sind die, die hier vorhin exekutiert wurden. Als wir angeritten kamen. So, wir hatten doch noch. Doch, immer noch nicht. Ich würde vermuten, dass im zweiten Teil gar nicht so einfach ist, die Tiere jagen zu gehen, weil hier rennen ja schon wirklich viele Tiere rum. Ich würde vermuten und fände es eigentlich auch ganz gut und auch realistischer, wenn ein bisschen weniger unterwegs wären. Und man mehr auf der Pirsch selber sein muss, um die dann auch zu kriegen. So, dann reisen wir mal zum Wegpunkt. Das geht ja hier zum Zielort reisen, genau. Los geht's.
Mein Gott, wenn ich das die ganze Zeit gewusst hätte, hätten wir uns viel Reiterei sparen können. Wie gesagt, im zweiten Teil, um Gottes Willen. Schnellreise ist absolut tabu bei mir, bei neuen Spielen, die so eine schöne Welt bieten. Aber in dem Fall, weil wir ja noch ein bisschen vorankommen wollen, mache ich es einfach mal. Okay, dann müssen wir nochmal pennen. Danke. Ach, und ich dachte, wir hatten nur eins davon. So. Jetzt hat es mich so weit weggesetzt. Das gibt's da nicht. Au, 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 au. Leere Versprechungen. Mr. Marston, ride with us. We've been betrayed. What's happened? There's no time. Ride with us. Then we'll find the man you seek. Come. There's a convoy waiting for us. Come. Why we must hurry. Verarsch mich. Go. What's the hurry, DeSanta? Where are we going? Control of an abandoned port on the other side of Nuevo Paraíso. Adelante! Leave your horse here. You will ride with me. Yeah! Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. ¿A dónde vamos a parar? Abraham Reyes tiene un verdadero ejército. Get on the wagon. We do not have time for this. Captain Espinosa already has men there. We must get to him before he tries anything stupid. We're almost there. Keep your eye out. I have a bad feeling about this. Remember, cover up. We need to get to the camp. Behind us! Kill those cabrones! Für die Kutsche gesprengt vor uns. Is he leading this attack? He? Espinosa does not lead anything. I thought you was the same rank. He is an angry dog we let out to roam sometimes. That is all. I'm in charge here. Follow me. We will leave the wagon here. Shut your mouth, office boy! Ringo, take that sniper rifle over there. This way! Ein Schützengewehr wäre geil. Ha
Hey. Doch da. That is all of it. Follow me. The men need help at the blockade. Nein, nicht auf den, nicht auf die Vögel, die Gunder. Ich komme. Okay, jetzt haben wir wieder genug Munition eigentlich. Über 100. Super. $7 lassen die alle so im Schnitt jetzt fallen. Das ist ganz cool. Na, 10 Leichen plündern, $70. Schon eine feine Sache. Wo denn? Da oben. Wartet Jungs, ich komme. Bin schon so gut wie da. Ach, hieran kann ich mich auch erinnern. Die haben schon fast alles erledigt. Hat ja überhaupt keinen übrig gelassen. Nicht. Doch, da oben. Okay, auch den habe ich nicht also erwischt. Zwei noch, dann haben wir $600 und reicht's. Können wir erstmal wieder. Okay, der eine. Oh, der hatte bloß $1. You do.
räumen schon gut auf hier, meine Kollegen. Samuel. Amigo, amigo, ¿qué pasa? Killer like you deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. my man and I will finish our business here and we can talk back a escalera. The next time I see you, I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Das ist nicht im Spiel, das Geräusch. Gleich vorbei. $100, erstmal die Kippe hier in das Gras geschmissen. 300 Ruhm. Ah, hier gibt es direkt die nächste Aufgabe von DeSanta. Oder? Nee, doch nicht. Erstmal das Hunter zu Ende machen wollen. Forgive me, sir. Wo ist das? Can I have this? ¿Te atreves a carearme? ¿Cómo está usted? Abraham, ist das mein Pferd? Nee, meins ist da hinten. Na los, Hector. Lass es mal abziehen. Schön aus. Ich glaube wirklich, die Qualität ist heute ein bisschen besser von dem Streamingdienst. Nur ein bisschen, aber immerhin. Kann ich hier schon ein Lager errichten? Geht das auch auf dem Pferd?
super. So, da sind wir gleich wieder da. Müssen nicht einmal quer durch Mexiko reiten. So, und jetzt gibt's hoffentlich endlich mal Antworten vom Herrn De Santa. Oh, danke fürs... Oh, komm, ey. Wie dumm, du blöder Affe. Dann geh da aus dem Weg, wenn ich mit dem... ich mit dem Pferd komme. Das ist scheiße. Okay, das war jetzt wirklich doof, dumm gelaufen. Wo bin ich denn? Bin ich zufällig? Ach, dort bin ich, okay. Schwachsinn. Das war gerade wirklich dämlich. So. Du bist doch bestimmt Hector. Gibt's hier eigentlich auch diese Kutschen? Oder die es in Amerika gibt, die mich dann wieder zu meinem Zielort begleiten? Nö, bist du nicht. Gut, dann machen wir das halt wieder übers Camp. Oh Mann, das war echt unnötig gerade. Reitet der halt einfach über den drüber. Dachte mir schon, okay, cool, die Tür geht auf, kann ich direkt mit dem Pferd rein. Hätte ich lassen sollen. Jetzt bin ich klüger. Ich kann erst morgen früh die Aufgabe annehmen. Gerade hatten wir nämlich eine schöne Uhrzeit. Aber gut, hier haben wir dann... Oh, auch ein Häuschen, glaube ich, direkt um die Ecke. Oder? Ja, da unten. Eine Bonzenvilla hier oben? Komme ich da gar nicht runter in die Stadt? Ja. Verdammt. Oh Mann, ey. Hätten schon längst bei der nächsten Mission sein können. Hector! Hector! Da bist du ja. Sagen, machen wir einfach hier beim nächsten Mal weiter. 2 Stunden sind rum, ziemlich genau sogar. Und damit danke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.